Boah, Leute, Hausaufgaben, 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 das nervt, ey. Und Jimmy, hey, da komm ist jetzt Niki. Raus. Niki, komm rein, ich mach grad meine Mathe-Hausaufgaben, das ist voll anstrengend, Niki. Mit einem Chicken Burger in der Hand, ja, oder wie? Ja, willst du einen? Den habe ich mir vorher vom Burger King geholt, der war richtig lecker. Nein, ich möchte zu McDonald's, hast du vielleicht Bock mit zu mir zu kommen? Du willst zu McDonald's? Okay. Leute, was mögt ihr eigentlich lieber? Das muss ein für alle Mal beantwortet werden. Mögt ihr lieber McDonald's oder mögt ihr Burger King mehr? Wenn ihr Burger King lieber mögt, dann müsst ihr auf jeden Fall Burger King in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr McDonald's mögt, dann müsst ihr mich abonnieren. Komm jetzt, ich hab Bärenhunger. Oh, na schön, aber du hilfst mir später bei den Hausaufgaben, okay? Natürlich, und da soll so ein voller Liebe Grimace sein. Lass uns die mal besuchen. Liebe Grimace? Du weißt schon, dass es Grimace nicht gibt. Es gibt nur diese komischen Lautsprechermenschen. Es gibt die Kameramenschen, die TV-Menschen und Skibidi. Nein, da ist Grimace nämlich. Nein, der hat Ronald abgelöst, doch. Was? Leute, glaubt ihr, Niki? Ich weiß nicht. Komm, lass uns mal hingehen. Das hört sich voll nach einem Prank an. Ich sag dir ehrlich, Niki, du willst mich nur wieder hochnehmen, nur weil du älter bist. Nein, glaub mir. Ja, ja, ich glaub dir mal. Okay, da vorne ist schon der McDonald's, Leute. Seht ihr das goldene M? Das goldene M steht nämlich für McDonald's. Wusstet ihr das? Okay. Hä? Warum ist denn hier Absperrband und so? Ich dachte, der McDonald's hat offen. Ich glaube, die bauen einen Außenbereich. Oh. Hä? Aber hast du das gesehen? Hi. Grimace, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich habe dich nie angetroffen. Du siehst ja voll cool aus. Ich bin ab heute euer neuer bester Freund. Juhu, kommt rein. Er ist ein bisschen aufgedreht. Ja, der sieht richtig gruselig aus. Na, hereinspaziert. Schönen guten Tag. Ich hätte gern... Grimace ist wieder weg. Das ist nicht witzig. Ich kann dich die ganze Zeit sehen. Ja. Ja. Ich habe immer Grimace voll böse in Erinnerung gehabt. Anscheinend ist der lieb. Naja, wie auch immer. Wenn du so lieb bist... Hä? Was war das? Tut mir leid, das war nix. Hast du das gesehen? Der dreht durch. Ich liege auf dem Tisch. Der legt sich da einfach hin. Grimace, ich will bestellen. Ich finde den witzig. Ja, ich finde den nicht witzig. Der macht das extra nur, um unser Vertrauen zu gewinnen. Pass auf, ich will ein Big Mac und eine Pommes haben, okay? Okay, dann möchte ich zwei Big Macs haben. Spaß. Das ist doch nicht Lachen-Challenge, Mann. Leute. Hä? Okay, und hast du vielleicht auch einen Milchshake? Ich hab sogar die goldenen neuen Pommes für dich. Oh, wie cool. Oh, die will ich auch probieren. Oh, wie cool. Willst du die auch haben, Niki? Ja, bitte. Oh, die will ich unbedingt noch probieren. Na schön, ich geb dir meine. Hier sind die goldenen Pommes. Okay, wow. Krieg ich meinen Milchshake? Bitte, bitte, bitte. Wenn du mir eine Frage beantwortest. Ja, und die wäre... Was ist lustiger als 23? Oh, ich kenne die Antwort. 24. Richtig. Nein, 22. Hey, Niki, 24. Und das ist wirklich nur ein Milchshake und nichts Schlimmes, ja? Nö, das ist nur ein Milchshake mit ganz viel Bubbles. Blub, 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 blub. Okay, ich danke dir, Grimace. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jimmy. Ja. Wiedersehen. Boah, Niki, ich habe eine richtig coole Idee. Hast du nicht gerade gehört, wie er so komisch gelacht hat, wo wir gegangen sind? Voll nett und ich will ja auf jeden Fall meine Geburtstagsfeier bald feiern. Weil Leute, ich habe nämlich in ein paar Tagen Geburtstag. Das heißt, wir müssen alle zusammen eine riesen Geburtstagsfeier machen. Und ihr seid alle eingeladen. Auch du, Niki. Weißt du was? Oh, super. Was hattest du denn? Der war doch gar nicht gruselig. Der war voll witzig, aber wo wir gegangen sind, hat er so komisch, so böse gelacht. Wirklich? Bist du dir sicher? Ich hab das anders in Erinnerung. Ich lausch da mal rein, Leute. Steht da einfach. Ich geh mal nach unten. Na, siehst du, er geht einfach nach unten. Hin? Er macht wahrscheinlich neue Burger-Patties. Haha. Guck, der ist lieb. Hab ich doch gesagt, Niki. Weißt du was? Ich geh jetzt nach Hause. Warte mal. Ihr seid ja noch da. Grimace? Ja, ich bin Grimace. Aber du warst doch... Aber eigentlich nennt man mich Grimace. Du warst doch... Hä?
Nein! Hä? Warte mal, das, der war doch gerade eben noch lila. Ich hab das genau gesehen mit meinen eigenen Augen. Leute, wenn Grimms gerade eben noch lila war, müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen, weil das geht doch gar nicht. Ich spinn doch nicht. Oder spinne ich etwa? Grimms? Ja, ich bin Grimms. Sag mal, seit wann bist du blau? Ich bin doch die ganze Zeit blau, das weißt du doch. Du hast doch gerade die goldene Pommes gekriegt. Ja, stimmt. Hast du noch die goldene Pommes, Niki? Nee, die habe ich aufgegessen. Ah, komisch. Naja, ich werde später wiederkommen, Grimms oder Grimms. Niki, komm mal mit, ich muss mit dir reden. Ja. Ich bin dunkel geworden. Irgendwas stimmt da nicht. Der war doch lila, also entweder ist das eine andere Person oder Grimms kann sich verwandeln. Eins von beiden. Vielleicht hat er den Grimms gegessen. Lass uns das mal heute Nacht genauer anschauen, okay? Ich würde sagen, wir treffen uns gleich wieder hier, okay? Und nimm auf jeden Fall deine Ausrüstung mit. Eine Spitzhacke und vielleicht auch ein Schwert, weil es könnte vielleicht Ärger geben. Ich bringe ein paar Sachen mit, auch für dich, Jimmy. Sehr gut, Niki. Leute, wir kriegen das gemeinsam hin und lüften das Geheimnis, wer der echte Grimms ist. Weil ich habe irgendwie die Vermutung, dass einer von den beiden der falsche Grimms ist. Mann, das dauert so lange. Wo bleibt denn Niki, ey? Und der kleine Hundi bewacht mit mir zusammen hier die Stellung. Du bist... Hä? Oh, wir müssen uns verstecken. Grimms, hä? Niki! Oh, da bist du ja. Ich hatte dich schon überall gesucht. Dieser komische Grimms-Skin im Blau, der hat da irgendwas vor. Der macht da irgendwas hin. Schau mal. Was hat der da? Was macht er denn da? Der macht das Stacheldraht. Wir müssen auf jeden Fall... Sehr gut, du hast alles dabei. Ich nehme das mal. So, dann lass uns mal hingehen und mit ihm reden. Komm mit, Niki. Ich frage mich, wer der echte Grimms ist. Hallo, Grimms. Wir wollen doch mal was bestellen. Doch, wir wollen was bestellen. 5 Diamanten haben dich sogar dabei. Du hast die Dias dabei, ja. Richtig, Niki? Ja. Warum? Die du mir letztens geliehen hast, oder wie? Ja, genau. Warum bist du so komisch, Grimms, hä? Wir sind Kunden. Wir wollen ein Milchshake haben. Und eine Pommes. Der da. Du riechst gut. Ja, ich habe mein Lieblingsparfüm dran, Orangenduft. Und das ist mein Freund Niki und der will einen Milchshake haben. Hallo. Wie wär's mit einem orangenen Milchshake? Spaß. Wie du willst. Hä? Hast du das nicht verstanden? Nein, mit Orangen ist doch voll cool, oder nicht, Niki? Er will damit sagen, dass er dich in den Milchshake packen nächste Mal. Nein, das würde er nicht machen. Der ist doch voll lieb. Guck mal, wie cool der ist. Okay, dann gib ihm Niki. Niki, du musst unbedingt den Milchshake probieren. Ich glaube, das könnte richtig lecker sein. Riecht jetzt an mir. Hier, bitteschön, der ist für dich. Niki, extra nur für dich gemacht. Dein eigener Milchshake, trink ihn mal. Ich bin gespannt. Oh. Und wie schmeckt der? Von dem blauen Grimms. Und, was ist los? Hä? Der schmeckt gut, aber warum lacht der so? Komisch. Was ist denn komisch, Niki? Hä? Also bis jetzt siehst du normal aus. Irgendwie ist mir ein bisschen schwindelig. Ist das normal? Nein. Guck jetzt. Das wird lustig. Hä? Ich soll gucken? Oh. Leute, da passiert doch gar nichts. Oder etwa doch? Hä? Niki! Niki, was ist mit deinem Kopf passiert? Oh, Niki, du brauchst unbedingt einen Spiegel. Dein Kopf ist richtig klein geworden. Du siehst aus wie der stärkste Mensch der Welt. Oh nein, bei mir ist nicht so. Ich möchte nicht lachen. Das ist voll doof. Wieso? Was passiert denn mit dir? Bist du sicher, dass das dir nicht so gut ist? Grimms, was hast du mit ihm gemacht? Boah, jetzt hat er auf einmal einen Riesenkopf. Hä? Niki, ich weiß nicht. Was geschieht mit mir? Warte mal, der passt nicht in meinen Mixer. Mach dich wieder normal. Hä, was für ein Mixer? Warte mal, Niki, ich glaube, wir sollten hier rausgehen. Grimms, danke schön für den Milchshake. Und Niki, ich glaube, wir sollten einen Arzt aufsuchen. Dir geht's gar nicht gut. Oh, doch gerne rein. Ich zeig euch mal meinen Mixer und die Kinder. Und. Jetzt reicht's, ey. Der hat irgendwas da unten im Schilde. Und ich werde herausfinden, was. Niki, bleib stehen, du Dickschädel. Haha. Niki hat einen riesen Dickschädel und das sieht richtig lustig aus. Guck mal. Aber ich glaube, das war die letzte Verwandlung. Da sollte jetzt, glaube ich, nichts mehr passieren. Das sieht so witzig aus. Haha. Du hast einfach einen Riesenkopf. Du hast.
Niki, sag mal, du siehst aus wie Spitzkopf Larry aus SpongeBob. Hey, hör auf damit. Spitzkopf Larry. Niki, tut mir leid, dass ich lache, aber das sieht echt witzig aus. Vielleicht ist das einfach nur so ein lustiger Trank. Da wird schon nichts passieren, Niki. Morgen ist das alles wieder da. Du bist wieder normal, siehst du? Die Kopfschmerzen sind doch ein bisschen weg, muss ich sagen. Ja, aber siehst du, dir geht's wieder super. Wollen wir jetzt mal nach Hause gehen? Ist schon richtig spät geworden, Niki. Ja, können wir gerne machen. Niki, wieso warst du etwa im Training? Du hast ja richtig dicke Arme bekommen, hä? Das sieht ja voll lustig aus. Nein, das ist ja gar nicht witzig. Leute, Niki geht's gar nicht gut. Aber solange er noch lebendig ist, ist ja alles gut. Lach mich nicht aus, Jimmy, das ist nicht witzig. Ich glaube, du hast Leg Day auf jeden Fall nicht gemacht. Mhm. Oh, Niki, komm, lass es nach Hause gehen. Du bist richtig dünn. Komm, wir gehen nach Hause, Niki. Und wir müssen das Geheimnis auf jeden Fall noch lüften von diesem komischen Grimace. Ja, ich habe irgendwie eine allergische Reaktion, glaube ich. Kann das sein, dass da Gehirn da drin ist? Nein, kann nicht. Okay, komm, Niki, ich bring dich nach Hause. Nicht, dass du noch was zustößt oder so. Hä? Niki? Leute, vielleicht hätte ich Nikis Sorgen doch ernster nehmen sollen. Niki ist auf einmal verschwunden und es wird schon wieder hell. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht. Nein, Niki ist weg. Nein, das hat irgendwas zu tun mit diesem blöden Grimace. Jetzt reicht's mir, Freunde. Ich muss ganz schnell zu McDonald's gehen und ich muss mir diesen Grimace schnappen. Das kann nicht sein, dass auf einmal der blaue Grimace auf einmal Niki zum Verschwinden bringt. Wo ist der lila Grimace? Einer von den beiden lügt doch. Da bist du ja, hey, Grimace. Was machst du denn hier? Wo ist dein Kollege, der lila Grimace, hä? Ich bin der einzige Grimace. Na, der einzige, das werden wir ja sehen. Ich werde jetzt nach unten gehen und ich werde da einen anderen Grimace finden. Hä, da wirst du niemanden finden. Bleib doch mal stehen. Na, werde ich nicht. Jetzt das Geheimnis lüften. Jetzt reicht. Hä? Das ist Einbruch. Das ist ja gar keine Küche, das ist ein Gefängnis. Das ist kein Gefängnis, das ist eine Abstellkammer. Siehst du nicht die beiden Worten? Ich verschwinde. Ich muss hier weg. Aua! Aua! Zieh dich! Kau hier ab! Warte, das kann nicht sein. Du bist der echte Grimace. Oder ist der echte Grimace? Mann, wer ist denn jetzt der echte Grimace von euch? Ihr seid beide so komisch. Und was habt ihr mit Niki gemacht? Los, sagt's mir. Also, ich bin Grimace. Na? Grimace, komm mal rein. Hä? Ich hab Niki verschleppt und verspeist. Er geht gleich in den Mixer rein. Machen wir aber nicht. Wir sind lieb, stimmt's? Was denn jetzt? Ja, wir sind sehr lieb, genau. Hä, ich klicke hier gar nichts mehr. Willst du nicht reinkommen? Nein, ich will nicht reinkommen. Ich will meinen Freund Niki wieder haben. Den habt ihr nämlich geklaut und... Und ihr seid beides böse. Ich werde auf eure komischen Tricks nicht reinfallen. Und meine Zuschauer auch nicht. Oh, dann müsst ihr vielleicht einen Shake. Und einen Milchshake? Oh, ihr seid... Trink ihn doch jetzt mal. Nein, ich will den nicht trinken, aber sagt mal... Oh, hier ist eine Switch hier drin. Eine Switch? Oh, meine... Hä? Nein! Das... Nein, ihr seid doch böse, das wusste ich doch. Oh, nein. Sagt mir sofort, wo Niki ist. Sag mir, wo Niki ist, du blöder blauer Grimace. Los. Ich kann dir sagen, wo dein Freund ist. In meinem Bauch. Das kann nicht sein. Warte mal, ich will lauschen, ob ich Niki hören kann. Vielleicht ist er ja doch nicht drin. Ne, Niki, wenn du mich hörst, ich bin hier im McDonald's drin. Da kommen nur Blähungen, du blöder Grimace. Ha, du hast hier alles zugemacht. Okay, warte, ich habe eine Idee. Und die wäre? Wenn du herausfindest, wer von uns beiden der richtige Grimace ist, dann sagen wir dir, wo Niki versteckt ist. Okay, das will ich eh schon die ganze Zeit rausfinden. Und ich sag dir ehrlich, das ist ganz einfach, weil der echte Grimace, ich werde euch Fragen stellen und der wird die beantworten, okay? Okay. Wer ist Ronald McDonald? Mein Vater. Chef.
Was? Chef oder Vater? Leute, was meint ihr? Ist Ronald McDonald der Vater oder der Chef von Grimace? Ich glaube, Ronald McDonald ist der Chef. Okay, yeah. Nächste Frage. Aber wer hat das denn jetzt von uns beiden gesagt? Naja, stimmt. Ich. Wer hat das? Ich hab gesagt, mein Chef. Ach so. Ich hab gesagt, mein Chef. Ah, ist egal, ich mach eine neue Frage, wenn ihr euch nicht einigen könnt. Und zwar die nächste Frage. Was ist im Milchshake drin? So, ihr habt 3 Sekunden, das zu beantworten. Milch. Milch und was noch? Eine Zutat für den Geschmack. Ja, ich glaube, das ist die richtige Antwort. Eine Zutat für den Geschmack. Ha, du hast den ersten Punkt und diesmal weiß ich, wer die richtige Antwort hat. Ja, siehst du, da guckst du dumm aus der Wäsche. Okay, die dritte Frage ist, was ist der größte Feind von Grimace? Ja, das ist eine schwierige Frage, die kriegt ihr niemals raus. Okay, der blaue Skin. Fanta. Fanta? Okay, und was ist deine Antwort, Lila Grimace? Burger King ist mein Feind. Boah, das muss es sein, Leute. Das muss doch die Wahrheit sein. Oh, du bist der echte Grimace. Und jetzt will ich meinen Freund Niki wieder haben. Niki wieder. Genau, du bist der Faker. Oh, bleib stehen. Hör? Nein, der hat eine Nerfgun. Oh, ich muss mich verstecken. Oh, bitte nicht. Oh mein Gott. Das ist ja ein riesen Grimace, Leute. Ich bin der echte Grimace. Du bist absolut nicht der echte. Ich werde dich fertig machen. Wir müssen ihn fertig machen. Nein. Aua. Er hat richtig was drauf, Leute. Verdammt. Hör auf damit. Ja, wir müssen draufgehen. So, komm schon. Oh, Grimace, wir haben es geschafft. Du bist aber der Beste. Ja. Aha, aber ich sollte jetzt am besten hier rausgehen, weil das ist... Oh, danke dir. Mach's gut, Grimace. Und ich muss auf jeden Fall jetzt meinen Freund Niki wiederholen. Hast du eine Idee, wo er sein könnte? Ich guck mal nach. Okay, schau du nach. Ich schau so lang bei der Polizei nach. Vielleicht wissen die irgendwas. Der repariert da hinten sein McDonald's wieder, Leute. Wir müssen ganz schnell Niki holen, Leute. Dem ging's gar nicht. Nicht gut, habt ihr seinen Riesenschädel gesehen? Oh Mann, und der ist jetzt irgendwo nirgendwo. Niki! Nein, ich hab das Rätsel gelöst. Niki, wo bist du? Komm schon, zeig dich, Niki. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Oh Leute, ich bin hier mitten in der Stadt. Aber ich kann Niki nicht sehen. Wenn ihr Niki irgendwo sehen könnt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde überall alles genau anschauen. Aber ich habe bis jetzt... Hä? Brexy, das wirst du mir nicht glauben. Da waren 2 Grimace-Skins und der eine hat Niki hier vergiftet. Und dann auf einmal war Grimace blau und groß und dann musste ich gegen die kämpfen. Ist alles in Ordnung mit dir? Du redest voll viel Quatsch. Ja, und Niki hat den Riesenschädel und dann wieder einen kleinen Schädel. Und ich weiß nicht, wo... Den hat er doch immer. Ich weiß aber nicht, wo Niki ist. Hilf mir, ihn zu finden. Los, schnell, das ist ein Notfall, Brexy. Und das ist kein Prank von dir? Nein, das ist kein Prank. Niki, wo bist du? Ich bin hier in der Stadt und ich vermisse dich. Niki, das kann doch nicht wahr sein. Hast du mal überlegt, dass er vielleicht... Hast du das gerade gehört? Das war voll die hohe Stimme. Was war das? Hallo Jungs. Hä? Ich war im Krankenhaus. Niki, dir geht's gut. Oh, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Wo warst du den ganzen Tag? Fuck, ich bin im Krankenhaus wach geworden. Was ist denn passiert, Jimmy? So ein Grimace hat dich angegriffen und so ein Milchshake. Aber ihr seid ja alle wieder normal. Und geht auf jeden Fall nicht zu McDonald's. Da ist ein lila Grimace und vielleicht ist der böse. Ich muss jetzt aber auch los, Leute. Tschüss. Ich werde mein Schwert mitnehmen und werde schauen, was da draußen passiert ist. Das war ein Riesenknall. Nicht, dass da meinen Freunden was passiert ist. Also Odis Haus steht noch. Das sieht gut aus, Freunde. Aber gehen wir mal zu Brexy. Der arme. Ich glaube, bei ihm ist was passiert, Freunde. Nein, Brexy. Brexy, dein Haus ist kaputt gegangen. Leute, ich kann mir schon vorstellen, wer das war. Das war bestimmt diese blöden Rainbow Friends, die uns immer wieder attackieren, Leute. Und ich glaube, die wollen uns wieder die Stadt wegnehmen. Und ihr müsst dabei helfen, Freunde. Ihr müsst uns helfen. Ich will nicht, dass die uns die Stadt wegnehmen.
wenn ich lebe hier mit meinen Freunden und die wollen unsere Farben wegnehmen. Wisst ihr was? Ich werd denen die Farben wegnehmen, genau. Ich werde alles wieder alt machen, dass diese blöden Rainbow Friends nicht mehr herkommen und uns endlich mal in Ruhe lassen, Freunde. Aber dazu brauche ich Hilfe, Freunde, von meinen Freunden und ganz viel Materialien. So, das nehme ich einmal, gehe da rüber und werde mit der Schaufel alles schnell wegmachen. Aber ich muss mich beeilen, Freunde. Nicht, dass gleich die Rainbow Friends kommen und mich vielleicht mitnehmen. So, das wird alles wieder normal, Freunde. Ich will diese ganzen bunten Farben hier nicht mehr sehen. Blöden Rainbow Friends, die sollen endlich verschwinden und uns in Ruhe lassen. Odi, Niki, Slimy, ich werde uns retten, aber ihr müsst mir helfen. Hey, was macht ihr da? Ihr seid richtig gemein, dass ihr einfach so Slimys Haus kaputt macht. Hört auf damit. Wer redet da? Ich rede, der mächtige Jimmy mit seiner Diamantenausrüstung. Und wer bist du? Du siehst genau aus wie die von den Rainbow Friends. Schatz, guck mal, ein Wurm, der reden kann. Der reden kann? Das nimmst du zurück und hör auf, Slimys Haus lila zu machen. Das ist nicht witzig. Slimy gehört jetzt zu uns. Ja, da kannst du nichts gegen tun. Nein. Und dich packen wir auch noch. Das will ich sehen. Wo ist denn deine Frau hin, hä? Ist sie etwa schon abgehauen, weil sie Angst vor mir hat? Greif sie an! Greif ihn an! Wer soll mich denn angreifen? Ist doch gar niemand, Leute. Nein, ihr seid richtig, richtig gemein. Und das werde ich alles der Polizei sagen. Oh, ihr seid richtig böse. Lila Mann und lila Frau. Polizei. Wer wird dir glauben? Wir sind Schauspieler. Schauspieler. Richtig. Ihr seid die Rainbow Friends, die Lilanen, und es gibt mehrere von euch. Stimmt's? Und ihr seid alle ganz böse, genau. Und ihr wollt die ganze... Es gibt jede einzelne Farbe von uns. Lila, rosa, grün. Aber du hast zu viel gesehen. Was? Das ist nicht gut. Was wollt ihr denn machen? Einpacken. Was? Nein, ich... Was wir machen wollen? Okay, ihr habt gewonnen. Nein, nicht schlagen. Ich gehe dahin, wo ihr gehen wollt. Genau, ich mache das, was ihr machen wollt. Oh Mann. Wohin wollt ihr überhaupt gehen? Wollen wir ihn wirklich zu unserem Geheimversteck bringen? Ja, wir verstecken ihn. Geheimversteck, Leute, das hört sich gut an. Ich glaube, dann finden wir vielleicht die Base von den lila Rainbow Friends. Kommt schon, Leute, das wird mega cool. Ich bewege mich doch schon. Wohin denn? Ihr seid gemein. Hier lang. Komm doch schon. Lass mich in Ruhe. Ihr seid sowas von gemein. Hey, hier ist doch der McDonald's. Sagt jetzt nicht, dass ihr... Was? Ihr habt nichts mit den Grimmies zu tun, oder? Du musst jetzt deine Augen zumachen. Komm her, versprich mir, dass du die Augen zumachst. Ja, ich mach die Augen zu. Leute, ich mach eben nicht meiner die Stimme. Augen zu. Ich werde einfach das für euch mitfilmen. Genau. Ich sehe nichts. Hier lang. Ja, hier, warte, genau. Ja, weiter. Und weiterkommen. Aua, kann ich jetzt die Augen wieder aufmachen? Natürlich. Was ist das denn? Da ist ja alles lila und pink und hier sind überall Spielsachen. Und wartet mal, was ist das für komische Flüssigkeit da drin? Das sieht gar nicht gut aus. Oh, das sieht gruselig aus. Komm mal mit, ich hab hier was. Das sind die Spielzeuge von allen Kindern, die wir bis jetzt entführt haben. Zum Glück bin ich kein Kind mehr, Leute. Oh, naja, vielleicht schon, aber warte, warum sind hier überall Regenbogenfarben? Was wollt ihr? Ey, hört auf damit. Ja, aua, rein. Ich geh doch schon rein. Mann, ihr seid gemein. Das hat wehgetan. Und lasst mich raus, ihr blöden Rainbow Friends. Ihr seid sowas von doof. Nein. Ich mag euch nicht. Und eines Tages werde ich kommen und werde euch... verbannen, genau. Ihr seid nämlich richtig gemein und ich habe nicht mehr viel Essen, Leute. Zum Glück habe ich noch Popcorn und einen Burger. Warum seid ihr so gemein? Er will eines Tages kommen und aus dem Gefängnis ausbrechen. Oh, wie süß. Das haben schon zig andere gesagt. Und dann wurden die... Warte, ich zeig dir das mal kurz. Ich hab einen in meiner Tasche. Schau mal. Das ist Freddy! Oh, Leute, das ist Freddy. Der hat auch versucht, dir auszubrechen und wurde zum Skelett. Du bist gemein, du blöde lila Frau. Du bist richtig gemein. Und was soll ich jetzt hier unten machen? Du kannst hier verrotten
Oder du schließt dich uns an. Anschließen? Wobei anschließen? Was babbelst du da? Wollt ihr mich adoptieren, also, oder was? Oh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich wollte schon immer ein Kind. Schatz, bitte können wir ihn adoptieren? Ja, genau. Wir müssen ihn doch nicht direkt umbringen. Genau. Okay, aber wir müssen ihn gründlich waschen, denn er stinkt. Oh. Damit wir dich adoptieren, musst du unser Vertrauen gewinnen. Wie heißt du eigentlich? Ich bin, Bimbi, genau. Mein Name ist Bimbi. Ab heute heißt du Regenbogen. Regenbogen? Ich will nicht Regenbogen heißen, Leute. Nennt mich niemals Regenbogen. Das macht mich richtig traurig. Mhm. Und was soll ich als Regenbogen machen? Deine erste Aufgabe wird ganz einfach sein. Du musst die Stadt in Regenbogen verwandeln, damit wir sie erobern können. Okay, ich helfe euch dabei natürlich, kein Problem. Dazu müssen mich rauslassen und vielleicht die Rainbow Friends Fähigkeiten geben. Erstmal muss er duschen. Ich habe gerade eine gebaut. Lass mich eben duschen. Hier, ich gehe ins Wasser rein. Hier, guck. Und leg dir rein. Solltest du auf dumme Gedanken kommen und deinen Freunden was davon erzählen? Nicht. Oder der Polizei? Ja. Oder weglaufen? Dann werden wir deine Freunde für immer ins Regenbogen lassen. Alles gut, ich werde brav sein. Ich gehe nach oben. Aber könnt ihr mir vielleicht eine Fähigkeit geben, wie ich alles bunt machen kann? Ihr habt ja so viele Sachen hier. Was denn? Leute, das kenne ich. Das ist richtig cool. Damit kann man, glaube ich, so Blöcke und sich teleportieren. Das ist wirklich nur von den lila Rainbow Friends, oder? Richtig. Oh, wie cool, Oha. Leute. Siehst du, ich kann damit umgehen. Aha, ich ein bin nämlich... Schatz. Genau, ein Naturtalent. Zack. So, okay, dann werde ich jetzt alles lila machen. Aber ihr müsst mir schon lila Zeugs geben, sonst kann ich das nicht. Was sollen wir denn noch alles für dich machen? Wir können es ja gleich selber machen, oder? Nein, dann müsst ihr aber alles von neu machen. Edge, und außerdem macht das voll Spaß. Boah. Danke. Okay. Ich werde mir jetzt... Oh Mann, Leute, die... Ich habe eine viel bessere Idee. Einen Regenbogen bauen. Du sollst einen Regenbogen über die Stadt bauen, damit alle wissen, dass wir hier leben. Doch, Odi, die Rainbow Friends gibt's wirklich. Du musst mir glauben. Ach, Quatsch, Mann. Den Regenbogen hast du dahin gebaut. Ja, das stimmt ja auch. Aber die Rainbow Friends haben mich da beauftragt zu. Und die sind nett. Also, vielleicht. Eigentlich sind die böse. Rexy, du warst doch dabei, oder nicht? Ja, ich war dabei. Aber ja, die waren... So? Die waren wirklich echt. Und Jimmy hat für die anscheinend das hier gebaut. Aber ich habe nicht gesehen, wie er es gemacht hat. Ich war nicht da. Vielleicht lügt er auch. Oh, ich lüge nicht, Leute. Ihr seid beides Doofköpfe, Mann. Wenn die Rainbow Friends eines Tages wieder zu euch kommen, dann werdet ihr mich um Hilfe bitten. Genau so wird das sein. Weil Ach, ihr habt nämlich... Quatsch. Sie werden nicht kommen, weil es sie nicht gibt, du Doofkopf. Du kannst glücklich sein, dass sie noch nicht zu dir gekommen sind, weil du lila hast. Und lila gehört den lila Rainbow Friends und gelb den gelben und orange gehört zu einem kleinen, Leute. Ihr kennt den bestimmt alle. Der ist richtig böse eigentlich. Hatte lila auf jeden ist Fall... meine Farbe, du Blödmann. Über die macht man keine Witze. Ist auch egal. Wollen wir nach Hause gehen? Es wird schon spät. Ja, ich will nichts mit dir zu tun haben, wenn du sowas Blödes sagst. Sag mal, Brexy, warum machst du sowas? Warum sagst du sowas Doofes? Die Rainbow Friends gibt's. Hör auf jetzt, Mann. Leute, ihr wisst auch, dass es die Rainbow Friends gibt, oder? Und ihr habt bestimmt auch gesehen, dass sie mich adoptiert haben und dass ich so eine komische Hand hatte und ganz coole Sachen machen konnte. Und die gibt's wirklich. Und die beiden Doofköpfe glauben mir nicht. Vor allem Odi nicht. Egal, ich gehe schlafen, Odi. Weißt du was? Wir sehen uns morgen in der Schule. Bis morgen und hör auf mit deinem Rainbow Friend Gelaber. Rainbow. Doof. Und der Regenbogen ist hier nicht ohne Grund. Schlafen wir zusammen? Guck mal, wie die da Blöd, Spaß Mann. Haben und mich die ganze Zeit fertig machen und mich auslachen. Leute, das soll man nicht machen. Man darf seinen besten Freund nicht auslachen. Oh, schau mal, Odi. Guck mal, was ich hier habe. Was denn? Wow, nen Regenbogenschirm. ihr seid alle doof. Ich habe das genau gesehen, dass ihr das extra gemacht habt. Und wisst ihr was? Ihr werdet noch Karma bekommen, Edge. Seid ihr...
doof, Männer. Ach, wisst ihr was? Wir gehen nach Hause, Leute. Wir spielen eine Runde Fortnite. Das wird eh schon spät und ich bin immer noch ein bisschen krank, Leute. Deswegen nimmt mir das nicht übel. Und Leute, wenn ihr krank seid, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel gute Besserung. Aber haltet euch fern von den Rainbow Friends. Die sind böse. Egal, eine Runde Fortnite geht immer, Leute. Let's go! Mann, ich kann nicht schlafen, Leute. Soll ich vielleicht nicht doch nochmal eine Runde Fortnite spielen? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wer ist da draußen, Leute? Brexy? Ach, au. Was willst du, Brexy? Du hast mich voll ausgelacht vorher. Hä, warum? Was ist denn da? Rainbow Man gesehen. Ah, ja, genau. Die sind nicht mehr da. Ich hab das Portal zugemacht. Das geht gar nicht, Brexy. Und außerdem sind die nett. Und du musst keine Angst vor denen haben. Warum? Was hat der denn gemacht? Der hat richtig böse geguckt und ich glaube, der sucht jemanden. Welche Farbe hatte der? Sag schon. Oh, eine furchteinflößende Farbe. Keine also glückliche. Der gelb, genau. Der war gelb, gib's zu. Nein, der war schwarz wie deine Seele. Schwarz wie deine YouTube-Videos. Oh, du bist gemein, Brexy. Die sind nicht schwarz. Meine YouTube-Videos sind cool, Leute. Und die haben ganz viel Farbe. Oder? Ich meine, ihr seht doch gerade das Video. Leute, wenn ihr das Video jetzt in Farbe seht, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Okay, Brexy. Du sagst also, da ist ein farbloser Rainbow Friend und der hat dich angegriffen, oder was? Der hat mich angeguckt und ist mir hinterhergelaufen. Und dann hat er gesagt, ich kriege euch. Genau, das hat er gesagt. Und dann hat er noch gesagt, die Rainbow Friends sind böse. Okay, Brexy, war schön. Deine gute Nachtgeschichte hat Spaß gemacht. Ich muss jetzt aber weiter Fortnite spielen. Ich kann nicht schlafen. Ich schlafe bei dir oben. Tschüss. Mann, Brexy, warum bist du so ein Angsthase? Ja, weißt du was? Da draußen ist eh nichts. Ich werde jetzt rausgehen, so, und werde dir beweisen, dass hier nichts ist. Wir haben ganz normal Nacht, wie jeden Tag. Und guckt euch Brexy an. Der ist jetzt bei mir da oben, weil er so eine Angst hat. Was macht der da oben eigentlich? Brexy, komm da. Oh, warte Jimmy. Mal. Wer ist das denn jetzt, Leute? Sag mal, seht ihr... Mann, Brexy, auf meine Scheiben kaputt zu machen. Das war teuer. Oh, Brexy, auf mein Glas kaputt zu machen und lass mich hier hoch. Komm schon, schubst mich nicht. Nein, ich schubs dich nicht. Wir gehen jetzt einfach alle in mein Haus rein und schließen die Türen ab. Los, Brexy, mach das Glas wieder hin. Und was macht er überhaupt bei dir zu Hause? Warum geht er zu dir? Das macht doch gar keinen Sinn, Brexy. Ich hab doch gesagt, er hat mich gesucht und gejagt wegen dir. Hey, hör auf damit. Ich hab damit nichts am Hut, Leute. Oh, Brexy, du hast irgendwas angestellt. Genau, mit deinem Labor hast du wahrscheinlich irgendwie Farben experimentiert. Und dann hat er seine Farbe verloren. Die sind wegen dir gekommen, das weißt du ganz genau. Und warum kommst du dann zu mir, ha, du Schisser? Warum willst du dann meine Hilfe haben? Und warum kannst du es nicht alleine machen? Na, wenn du doch so stark bist, dann geh doch zu ihm. Keine Angst vor dem, Leute. Die sind eigentlich ganz nett, die Rainbow Friends. Das haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Na, traust du dich mitzukommen, Brexy? Ich bin hier oben. Hab ich mir schon gedacht. Bis morgen. Und hol am besten ein Kuscheltier, weil vielleicht kommt ja noch ein anderer Rainbow Friend. Oh, Leute, das wird bestimmt richtig lustig. Schaut euch Brexy an, wie er da in meinem Haus ist und Angst hat. So ein Schisser, ey. Okay, wir müssen jetzt den Rainbow Friend finden. Und er hatte irgendwie gar keine Farbe, aber... Warte mal, da ist er ja. Boah. Hallo. Was ist denn mit dem los? Der hat ja Angst vor mir, Leute. Wieso hat der Angst? Der sieht voll furchteinflößend aus. Hey, bleib stehen, du Farbklecks, du. Bleib stehen, hey. Bleib jetzt sofort stehen. Hey, ich red mit dir. Hä? Wo ist der hin? Leute, wenn ihr ihn sehen könnt, dann schreibt das jetzt in die Kommentare. Ich sehe ihn nicht mehr. Der kann doch nicht einfach weg sein. Hey, du Doofmann, wo bist du? Ah, dann... Warte mal, der versteckt sich hier. Hey, ich mach dir nichts. Hey, ich hab auch einen Cheeseburger für dich hier am Big Mac. Ein Cheeseburger? Ja. Der ist ja gar nicht böse. Der ist ja nett, Leute. Oh, ich mache ihm hier eine Treppe, dann kann er rausgehen. Los, komm raus. Was ist los? Warum hast du Brexy so eine Angst gemacht? Meine Freunde.
Freunde? Sag ja. das doch gleich. Warum bist du Freunde? Ich dachte, die Rainbow Friends werden alle miteinander befreundet. Nein, Mann, ich hab keine Farbe. Leute, er hat gar keine Farbe, weil schwarz ist keine Farbe und weiß auch nicht. Aber warte mal, wenn du keine Freunde hast, mögen dich dann die anderen etwa nicht? Die machen mich fertig. Ich wurde auch immer fertig gemacht, weil ich orange Haare habe und weil mich immer alle ausgelacht haben. Aber das darfst du nicht mit dir gefallen lassen. Du musst stark werden und musst deinen inneren Schweinehund überwinden und. Die anderen sind stärker als ich und die machen mich immer. Wer denn von denen? Es gibt doch verschiedene Rainbow Friends. Ich bin auch orange. Oh, nicht, dass er denkt, dass ich der Böse bin. Okay, weißt du was? Ich werde dich einfach aufnehmen bei mir. Und wenn dann irgendein böser Rainbow Friend kommt, dann werde ich mich querstellen und werde dich beschützen. Ja. Komm mit, wir gehen nach Hause. Komischer Rainbow-Typ. Das ist der erste Rainbow-Friend, der Angst hat. Egal, komm mit, Leute, wir gehen nach Hause. Ich glaube, das könnte sogar richtig cool werden. Wir adoptieren einfach diesmal einen Rainbow-Friend. Naja, was heißt adoptieren? Wir helfen ihm, dass er nicht mehr geärgert wird. Timmy, wo bist du, Timmy? Ich bin hier. Wo bist du denn? Boah, wer schreit hier meinen Namen? Timmy, boah. Da bist du. Oh, lauf! Nein, er ist hinter dir. Oh Gott, ich komm dir helfen. Ich werde ihn ab. Pass auf, das, was du gerade gehört hast, der hatte nur eine Nerfgun und die wollte er einfach nur fürs Gute einsetzen. Braxy, stopp! Hör, das ist ein Guter. Hör auf damit. Nein, das ist mein Freund und der wurde von den anderen Rainbow Friends geärgert und wollte Schutz suchen. Und du, Doofmann, hattest Angst vor ihm und denkst, der ist böse, weil er böse aussieht. Aber er ist nicht böse. Das ist eine Falle, Jimmy. Nein, das ist eine Falle. Mann. Keine Falle. Ich werde dir beweisen, dass er nett ist. Weißt du was? Wenn du unbedingt denkst, dass er böse ist, dann werde ich eben eine Nacht auf ihn aufpassen. Und du hast Hausverbot. Besser ist es, du gehst in dein Labor und machst irgendwas anderes. Aber der Rainbow Friend bleibt bei mir. Das ist mein eigener, mein eigener Freund. Also entweder du oder Rainbow Friend. Dann entscheide dich doch für deinen Rainbow Friend. Mach ich auch. Und ich wünsche dir viel Spaß. Ja. Ihr könnt ja zusammen Switch spielen. Mach ich auch. Ich werde mit ihm die ganze Zeit Fortnite spielen, du Doofkopf. Und du kannst zu Hause sein und deine blöden Bananenexperimente machen. Vielleicht, wer weiß, was du mit deinen Bananen machst. Hm, ich gehe jetzt nach Hause, du Doofmann. Tschüss. So, Leute. Tschüss, kleiner Pups. Sie macht ist böse. Dich dein Freund auch immer fertig, Rumi? Ja, genau. Der macht mich fertig und siehst du, ich wehr mich dagegen und werd böse und zeig ihm seine Grenzen. Los, komm, wir gehen nach Hause. Es wird eh schon Tag. Wir können den ganzen Tag heute Fortnite spielen. Das wird mega cool. Und schau mal, ich hab die Farbe orange. Nein, nicht Angst haben. Alles gut, ich hab noch eine Pommes für dich hier. Und die ist sogar schwarz. Schwarze Pommes sind nämlich die goldenen, die extra teuren. Okay, ich würde sagen, wir können ja zusammen Mathehausaufgaben machen oder so. Was sind eigentlich deine Hobbys? Schwarzheit. Das ist doch kein Hobby. Das ist eine Tatsache. Du bist einfach nur farblos, aber das ist doch nicht schlimm. Jeder macht scheiß drauf. Cut. Okay, ich cut das raus. Das war kacke. 3, 2, 1, Digga. 3, 2, 1. Das ist doch kein Hobby. Ach man, ein Hobby ist, wenn du Fortnite spielst, oder? Okay, das ist mein Hobby. Fertig gemacht werden. Ach man, das ist auch kein Hobby. Das ist einfach nur traurig. Und weißt du was? Ich bin ja jetzt dein Freund. Ich glaube sogar. Warte, der lila Rainbow Friend hatte so eine lila Hand. Damit konnte er Sachen aufheben. Hast du auch so eine Hand? Doch, du hast irgendwelche Fähigkeiten, du musst nur an dich glauben. Wer an sich glaubt, kann alles erreichen im Leben. Merkt ihr das? Ich hab das, ja. Siehst du, du hast doch irgendeine Fähigkeit, ich wusste es. Boah, und das passt doch voll zu deinem Outfit, aber... Wo ist der? Versteck dich. Ach, du blöder Orangster, ich weiß schon dein Geheimnis. Du machst den Rainbow Friend fertig, weil er keine Farbe hat, stimmt's?
Er ist farblos, er ist nutzlos und er bringt einfach nichts. Guck mal, ich bin orange, genau wie du. Wo ist der Blödmann? Hey, nimm dein doofes Schwert zurück und der ist definitiv... Hey, du darfst darunter nicht, das ist mein Zuhause, lass ihn in Ruhe. Schau mal, ich muss dir was zeigen, komm mal mit. Aber du wirst selber lachen müssen, komm mit schnell. Was willst du mir zeigen, hä? Du kennst doch den Regenbogen, richtig? Ja, ich kenne den Regenbogen und dann... Grün, Gelb, Blau, Rosa, Rot und Orange. Genau, das ist auch meine Farbe. Und wo ist Schwarz? Mann, hör auf damit! Weißt du was? Schwarz ist der Schatten von allen Farben. Also ist er ein bunter Rainbow Friend. Und du checkst das nur nicht. Du bist einfach nur neidisch. Genau. Auf was denn? Dass ich deine Farbe hab? Niemals. Wo ist der Blödmann? Du versteckst ihn. Leute, findet ihr irgendwo den anderen Rainbow Friend? Ich sehe ihn nicht mehr. Nicht, dass ihm irgendwas zugestoßen ist. Aber vielleicht schützt er sich auch nur vor den orangenen Rainbow Friend, der richtig gemein ist. Oh Mann, wir müssen ihn unbedingt finden, Leute. Verdammt. Oh Mann, Leute. Oh, wo kann er nur sein? Oh, hä? Nein. Oh, na, wie ist es so in der Dunkelheit, hä? Wie fühlst du dich da wohl? Werde ich. Nein, du musst nicht wehren. Weißt du, was mir Jimmy gegeben hat? Dieses Buch hier, willst du wissen, was drin steht? Das stimmt nicht, ich habe gar nichts geschrieben, glaub ihm nicht. Nein, der will dich nur ärgern. Glaub das nicht, was da drin steht, da steht irgendein Quatsch drin, ehrlich. Nein, das stimmt doch gar nicht. Oh, du bist gemein, blöder orangener Rainbow Friend. Das wirst du bereuen. Aua. Hey, warum bist du jetzt so böse? Nein. Ich würde mir das nicht gefallen lassen, dunkle Rainbow Skin. Du Doofkopf, siehst du, was du angerichtet hast? Jetzt ist er sauer geworden. Auf mich, warum machst du sowas? Weil ich Fitnerkönig bin. Wir klauen dir alle deine Switches. Nein, nicht meine Switches. Hey, du Doofkopf. Bleib stehen. Ich war doch die ganze Zeit auf deiner Seite. Denk doch nach. Hey, wir sollten doch rein... Sag, was ich denke. Oh, das stimmt doch gar nicht. Das hat er einfach erfunden. Nein. Oh, weißt du, was er noch zu mir meinte? Nein. Ich meinte gar nichts mehr. Du sollst jetzt leise sein. Du hast es gar kein, du hast nicht verdient, eine Farbe zu bekommen. Nein, das habe ich ehrlich nicht, das stimmt also, nicht. Also, sowas Gemeines würde ich niemals tun, das ist eine Lüge. Du lügst, du doofer orangener Kopf, du. Hör auf, warum bist du gemein? Das ist dein Kollege, dein Rainbow Friend. Dann werde ich jetzt dein Haus auch schwarz machen. Nein, das kannst du nicht machen. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein, hä? Einbildung ist auch eine Bildung. Sag mal, wo wohnst du eigentlich, hä? Auf dem Regenbogen. Ja, auf dem Regenbogen. Wahrscheinlich da oben, ne? Weißt du was? Ich werde den abbauen. Das saß in deinem Regenbogen. Zack. Hey, das darfst du nicht tun. Lass es sofort sein. Nein, du lässt das sein. Hau endlich ab. Lass mich in Ruhe. Und hey, hör auf, mein Haus schwarz anzumalen. Das ist nicht cool. Mann, das sah viel cooler aus, als orange war, Leute. Ich will kein Kohlehaus haben. Das ist voll doof, Mann. Jetzt hier alles schwarz. Och Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Hör auf damit, blöder Rainbow Friend. Brexy, ich muss dir die Spritze geben. Geh mal weg da. Nein, nicht warte. Die Spritze. Warte, was willst du sagen, Brexy? Der Arzt hat einfach gesagt, dass du zu lange auf einem Laser saßt. Das tut weh. Aber ich hab mich da nur rangelehnt, Brexy. Das war nur ganz kurz. Und Leute, ich hab auch voll die Kopfschmerzen. Aber hat der Arzt gesagt, dass da noch schlimme Sachen passiert sind? Oder kann ich wieder nach Hause gehen? Der Arzt hat gesagt, du sollst das hier dreimal täglich nehmen. Dreimal täglich? Das ist doch so ein Medizin oder so. Na schön, Leute. Ich nehme das einfach dreimal täglich. Wisst ihr was? Wir sehen uns morgen bei der Schule, Leute, ja? Okay. Sollen wir dich nicht nach Hause bringen? Bist du sicher? Müsst ihr nicht. Alles gut. Ich komme schon selber recht. Aha. Ich bin schon groß und stark. Ich bin schon 5 Jahre alt. Und da kann ich mit sowas umgehen. Genau. Ich,
Ich sag's ihm, okay? Nein, nein, Braxi, lass es nicht, nicht. Komm her. Nach Hause jetzt, nervt mich nicht. Ihr wollt mich nur wieder hochnehmen. Ich will eure blöden Witze nicht hören. Macht die woanders. Braxi. Der Arzt hat gesagt, du hast Faden gespuckt. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Ja, Mann, du sollst mir das nicht sagen, dass er in 2 Tagen schon drauf geht. Und drauf gehen? Ach Mann, ich glaub das sowieso nicht. Außerdem geht's mir gut, Leute. Au! Au! Aua, das hat dem Rücken wehgetan, Leute. Ich sollte doch lieber ganz langsam nach Hause gehen und vielleicht eine Runde Fortnite spielen. Ich glaub, das ist besser. Niki, was willst du? Ich hab gehört, wie du geschrien hast. Deswegen bin ich zurückgekommen. So machen das Freunde. Ja, ich hab geschrien, aber mir geht's schon viel besser, Niki. Alles gut, mach dir keinen Kopf. Tschüss. Niki, soll mich in Ruhe lassen, Leute. Wow, guten Morgen, Leute. Oh, mir geht's so super. Mir geht's schon viel, viel, viel besser, Leute. Und ich werde auch das Fortnite-Turnier gewinnen. Aber jetzt muss ich erstmal nach. Hör, warum habe ich Schluck auf? Ach, egal, Leute. Ich muss erstmal zur Schule. Was willst du wieder, Niki? Was ist denn? Du siehst gruselig aus. Gruselig? Was rebabbelst du da? Lass mich in Ruhe, Niki. Ich hab zu tun. Außerdem. Du siehst ganz komisch aus. Ah, Mann, ich fall auf deine blöden Tricks nicht rein. Wo ist Braxi? Braxi, 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 komm schnell raus. Da ist er ja. Mit Jimmy an. So, Braxi. Hey, Braxi, wie geht's dir? Ja. Hä, wie siehst du denn aus? Das sieht ja voll gefährlich aus. Mann, ich muss Hausaufgaben machen. Ach Mann, Leute, die wollen mich schon wieder einfach nur hochnehmen. Wisst ihr was? Ich schaue mich jetzt im Spiegel an. Genau, ich werde einfach bei Braxi sein Labor im Spiegel reinschauen. Nein, du darfst ihm nicht die Formel geben, Niki. Hör auf damit. Gib ihm nicht die Formel, lass das. Was für eine Formel? Nimm sie schnell. Nein, hör auf damit. Was ist das? Jimmy. Lass das! Nicht reingucken! Ist mein Auge so schwarz? Und warum ist mein Körper lila? Was hat die mit mir gemacht? Hey, ich sehe ganz komisch aus. Du siehst aus wie ein Regenbogen. Jetzt gib mir meine Formel wieder. Mann, ich hab deine blöde Formel nicht. Und ich will die auch nicht. Ich will wieder normal sein. Mann, ey, ohne die Formel kann ich dich aber nicht heilen. Mann, hier ist deine blöde Formel. Ich hab die nicht mal gelesen. Jetzt lass mich in Ruhe. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich sehe ganz komisch aus. Schaut euch mal das an. Mein Auge ist schwarz. Mein Mund ist auch schwarz. Und da unten ist alles lila, wie wenn ich jetzt in einen Farbeimer reingelaufen wäre. Aber das stimmt gar nicht. Ich bin nicht in Farbe gelaufen. Niki, du musst mir glauben, ich bin in keinen Farbeimer gelaufen. Und ich war auch nicht in Odis Haus. Du hast dich bei Hannas Schminkkasten bedient. Ich sehe das Mann, sofort. Niki, lass mich jetzt in die Schule gehen. Du bist doof, ich muss meine Hausaufgaben machen. Dann habe ich eben ein bisschen Farbe an mir. Ist doch egal. Solange ich noch fit bin, Leute, ist alles super. Hattet ihr auch schon mal das? Naja, dass ihr am Körper so komische lila Flecken habt. Also normalerweise hat man das nur, wenn man sich mit jemandem rauft. Aber ich hab mich ja nicht mit Niki mit Braxi gerauft. Komisch. Egal, wir gehen mal zur Schule, Leute. Oh, das wird ein spaßiger Unterricht. Yippie! Meinst du, der Lehrer kommt gleich, Niki? Mann, Braxi, du stinkst. Genau. Und dein blödes Lachen kannst du dir sonst wo hinstecken. Genau, ich will damit nichts zu tun haben. Und Jimmy. Was ist, Braxi? Was willst du von mir? Möchtest du wirklich nicht zum Arzt gehen? Du siehst echt komisch aus wie ein Regenbogen. Ich geh nicht zum Arzt. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid nur neidisch, weil ihr nicht so eine coole Farbe habt und weil ihr nicht so coole Teddybärenaugen habt. Weil die Fangirls mögen das nämlich. Genau, ihr habt keine Ahnung. Das ist nämlich Mode. Mann, Leute, ich weiß, dass das nicht normal ist, aber ich muss jetzt einfach meine Hausarbeit weitermachen und aua, ich hab Bauchschmerzen. Er hat seine Medizin nicht genommen. Nimm mal deine Medizin. Aua, Mann. Leg dich mal hin. Aua, das bringt nichts, Braxi. Das hat nur mehr weh getan. Aua, vielleicht sollte ich mich hinlegen. Du hast recht, Braxi. Au,
ich hab so Schmerzen, das tut so weh, Leute. Wie als wenn 1000 Moskitos einstechen, genau. Kennt ihr auch so Schmerzen? Nein, Leute, wenn ihr es auch nicht mögt, krank zu sein, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Das ist richtig doof, krank zu sein. Ich will nicht krank sein, ich will einfach wieder gesund sein. Gesundheit ist das wichtigste Gut, was man hat. Alles andere ist egal, Leute. Auch wenn ich so komisch gerade aussehe, ich werde bestimmt eines Tages wieder. Könnt ihr vielleicht Hilfe holen? Mir geht's gar nicht gut. Schluss, Hilfe! Nein! Hilfe. Du musst hier rennen, Brax. Oh, Niki. Ich wollte schon Braxy sagen, aber Niki, du musst rennen. Aua, 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 Leute. Au! Aua! Das tut so weh! Jimmy, du hast einen Knochen verloren. Aber. Meinst du wirklich, der ist von mir? Da hat's auch Knacks der gemacht. Ich hab das gehört. Oh, nicht, dass ich mich auflöse, Leute. Weil wenn man sich auflöst, hat man keine Knochen mehr. Meinst du, wenn ich nochmal springe, dass da nochmal ein Knochen kommt? Du solltest nicht nochmal springen. Du solltest dich hinlegen. Du siehst aus wie ein Clown. Siehst du, da passiert nichts. Das war bestimmt nur von der Decke. Genau, weil die Aua mit Knochen gemacht wurde. So, siehst du, passt. Aua! Nein, ich glaube, ich löse mich echt auf, Leute. Ich muss ganz schnell hier raus. Weg hier. Oh, nein. Das alles nur wegen deinem blöden Laser, Braxy. Ich hab dir nicht gesagt, dass du solltest da doch nicht reinspringen. Ja, aber du hast mich auch nicht abgehalten davon. Oh, ich kipp gleich um, Leute. Leute! Sag mal, seht ihr das auch oder seh nur ich das jetzt? Ich bin doch nicht, oder? Du siehst ein bisschen aus wie Odi. Ich sehe nicht aus wie Odi. Es gibt... Nein, Braxy, verstehst du nicht? Es gibt da so ein Gerücht. Ich glaube, das ist wahr. Welches Gerücht denn? Dieses Gerücht waren so Rainbow Friends. Da gibt's so eine lila Person. Und ich dachte immer, dass sie nicht existiert. Aber ich glaube, die existiert, Leute. Und irgendwie verwandle ich mich zu Rainbow Friends. Von Mensch zu Rainbow Friend. Das ist ja voll eklig. Oh Mann, wir müssen dringend irgendwas machen, Leute. Was können wir denn tun? Okay, Regenbogen verschwinden. Die kommen immer, wenn Regen kommt, richtig? Ja, stimmt. Wenn ein Regenbogen da ist, genau. Vielleicht solltest du dich sonnen am Strand. Und weil da kein Regen ist, und vielleicht verwandelst du dich zurück. Sicher, ich weiß nicht. Lass uns das wenigstens probieren. Okay, wir versuchen das. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich noch viel Zeit habe zu leben, Leute. Oh Mann, das kann sein, dass das jetzt wirklich mein letztes Video ist, weil ich mich zum Regenbogenmenschen verwandle. Oh Mann, ich will kein blöder Regenbogenmann sein. Das ist voll doof und vor allem nicht lila. Das ist Odis Farbe und nicht meine. Okay, also ich soll mich einfach nur hinlegen am Strand und die Sonne genießen, ja? Mhm. Ja. Weil die Sonnenstrahlen tun gut und Regenbogen kommt immer, wenn es regnet, nach dem Regen. Aber ja, jetzt regnet es nicht, deswegen schau in die Sonne. Ich darf nicht in die Sonne schauen, meine Mama hat mir das verboten. Aber okay, ich leg mich hier hin. Oh, vielleicht hilft das ja irgendwas, Leute. Wir sehen uns gleich. Boah, das, glaube ich, tut richtig gut, Leute. Die Sonne brutzelt schon richtig meine Haut. Ich werde, glaube ich, richtig braun und orange wieder. Was ist los, Niki? Ja, ich habe jetzt Sonnenspaß. Ich habe nämlich gelernt... Guck dich mal an. Ich schaue mich gleich an. Ich will mich überraschen lassen. Ich habe gelernt, wenn man immer schön unter den Wolken ist, dann muss man sich auch eincremen, weil die Strahlen können sogar bis darunter. Was ist denn? Warum schaust du mich so an? Du stell dich hin und guck dich an. Oh nein, ich habe Angst vor dir. Hä? Was ist das denn, Leute? Wartet mal, ich bin ja komplett lila und meine Augen sind doppelt so groß. Aber warte mal, das ist doch nicht mehr Jimmy, Leute. Das ist irgendein lila kleines Kind. Wer könnte das sein, Leute? Meint ihr? Nein, das ist kein Zufall, Leute. Das ist irgendein Prank von Niki, genau. Niki, du hast mich einfach lila angemalt. Gib's doch einfach zu. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, bist du in der Nähe. Das kann's ja nur du gewesen sein. Nein, das stimmt nicht. Du bist, durch den Laser bist du ein
Rainbow Friend geworden. Genau, und weißt du was? Mit den Rainbow Friends habe ich auch Rainbow-Fähigkeiten und kann zum Beispiel auch andere Rainbows aufspüren. Genau, aber es kommt jetzt selig, Niki. Weißt du was? Ich springe jetzt einfach ins Wasser rein und dann werde ich wieder Jimmy sein, okay? Was willst du, Niki? Was willst du, hä? Du hast vorhin ein bisschen vor dich hingeträumt und dabei ist dir das aus der Tasche gefallen. Was ist das denn für eine komische Pflanze? Erklär mir das sofort. Nein, Niki, du hast irgendeine komische Pflanze angebaut und die sieht komisch aus. Ich werde jetzt ins Wasser gehen und dann wird alles wieder... Siehst du, das macht voll Spaß, da bin ich schon. Okay, wie weit kann ich mich weit weg teleportieren? Kann ich mich auch dahin? Boah, wow. Nein, das glaubt mir doch keiner. Niki, ich bin hier oben, Ed. Spring da nicht runter. Niki, da unten ist jemand. Warte, ich komm zu dir runter. Wer bist du? Warum bist du so grün, hä? Aua! Nein, warte, ich hab dich gesucht. Das sind die Regenbogenmänner. Und uns fehlt die Farbe lila und du hast sie. Denn? Lass mich in Ruhe. Ich hab Superfähigkeiten und ich versteh kein Wort, was du babbelst. Und wenn du nicht kommst, wird die Welt zerstört. Leute, versteht ihr, was dieser grüne Zwerg da babbelt? Der sagt mir irgendwie, hey, dass du bist ich... Ja, vielleicht, aber wenigstens kann ich die deutsche Sprache gut, Mann. Ah, was ist, Niki, was? Komm mal schnell her, ich hab eine Idee. Nee, komm schnell. Ja, der hat irgendwas gebabbelt davon, dass ich ihm vertrauen soll. Er ist grün, vielleicht ist das schleimig und deswegen war er so lange nicht in der Stadt. Das ist nicht schleimig, das hätte ich gerochen. Der hat immer so einen süßlichen Geruch, aber das ist er nicht. Ich weiß. Hey, Niki, jetzt hör mir mal zu, ich habe eine andere Theorie. Das ist nicht schleimig, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass ich irgendwie von seinem Freund die Farbe übernommen habe und jetzt, glaube ich, der lila Freund bin. Und ich will aber weiterhin der lila Freund sein, weil das cool ist, Leute. Und mir gehört die Welt, ja. Und weißt du was? Was denn? Nö, außerdem mit deiner Piepstimme nehme ich dich eh nicht ernst. Edge, haha. Außerdem, was kannst du denn überhaupt, hä? Hast du irgendwelche Fähigkeiten, hä? Du machst mich richtig wütend. Leute, der hört sich komisch an. Die Stimme verstellen kann ich auch. Der ist stark, Leute. Wartet mal, ich muss gegen ihn kämpfen. Nein. Du musst die Weltherrschaft retten. Nein, der macht dich fertig, Leute. Ich muss die Weltherrschaft retten. Was babbelst du da? Wenn, dann muss ich noch stärker werden. Genau. Ich muss dich aufhalten. Das triffst du. Du triffst mich nicht. Nein, Leute. Nein. Er ist hinter mir. Oh, so, sehr gut. Bleib stehen. Noch ein Stück näher. Und nochmal. Ja, sehr gut. Nein, komm hier. Du wirst mich nicht kriegen. Wie cool, wir haben's geschafft. Haha, Niki, hast du's gesehen? Ich hab ihn erledigt. Ich bin unbesiegbar. Aber ich würde auch gerne wieder Jimmy sein. Das macht keinen Spaß. Mann, ich hab mir das alles viel cooler vorgestellt. Meinst du, der hat irgendein Gegenmittel gehabt? Bestimmt. Guck mal gleich in seine Taschen rein. Ich weiß nicht. Ich traue mich nicht, in das Loch reinzuschauen. Kannst du für mich reinschauen? Vielleicht ist da ein Gegenmittel. Ich werde so lange die Augen zucken machen. Und werde hier einfach auf drei zählen. 1, 2, 3. Gerardi! Was ist da unten? Niki, sag schon, was ist da unten? Ich habe hier irgendwie Zaubermilch gefunden. Was? Ich weiß es nicht. Ja, gib die mal her, vielleicht bin ich dann wieder Jimmy. Jetzt gib schon her. Warte, ich komme doch jetzt schon hoch. Los, gib die her. Oh, sehr gut, Leute. Ich glaube, wenn ich die trinke, bin ich wieder normal, Leute. Dann verliere ich zwar alle Fähigkeiten, aber das ist mir recht, weil ich will nicht mehr Jimmy sein. Okay, wir trinken das gemeinsam, Leute. Weil Milch am Abend ist die beste. 3, 2, 1, jetzt liken! Wow! Hä?
Der ist so lecker. Ich hätte ja was von meinen neuen KFC gegeben, aber du isst ja deinen schon. Das ist voll doof, Odi. Der schmeckt voll lecker. Schön, dass der lecker schmeckt. Ihr seid nur am Essen. Lass uns doch mal spielen. Ja, wir können spielen. Was wollen wir denn spielen? Mann, Odi, wenn man isst, dann redet man nicht. Das hat mir meine Mama beigebracht. Und außerdem, wir können was spielen, Brexy. Wir können Hausaufgaben spielen. Du machst einfach meine Hausaufgaben. Meine auch. Genau. Das ist voll langweilig. Ihr seid Babys. Okay, dann machen wir eben keine Aua. Du bist. Du bist. Den. Brexy, ich krieg dich noch. Hey, wer geht aufs Baumhaus hoch? Das ist nicht fair, Leute. Mann, ihr wisst genau, dass ich das Baumhaus nicht mag, weil das so hoch ist und ich hab Angst da oben. Angst, Hase, Pfeffernase. Angst, Hase, Pfeffernase. Ich werd euch zeigen, Leute. So, ich werde nach oben gehen und werde euch... Aua, das hat wehgetan. Hör auf damit. Aua. Geh weg. Haha, oh Leute, mein Fuß. Wegen euch tut mein Fuß jetzt weh. Oh nein, Brexy. Er simuliert nur... Meinst du, Brexy? Und es wird sogar dunkel. Ich will nach Hause. Tut nur so. Steh auf. Ich simuliere nicht. Ihr habt kaputt gemacht mein Bein. Wir müssen ins Krankenhaus. Komm. Schau mal, das ist auch schon ganz rot, Brexy. Ja. Wir müssen Jimmy zum Krankenhaus. Ausbringen. Ihr seid keine guten Freunde. Jimmy, wenn der Arzt fragt, wie das passiert ist, dann sagst du, du bist umgeknickt. Du hast mich geschubst, Mann. Das habe ich genau gesehen, Brexy. Hä? Odi hat dich genauso gut geschubst. Ja, aber... Hä, stimmt nicht. Ich habe nur meinen Burger gegessen. Genau. Und außerdem hilft er mir wenigstens. Ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Genau, komm mit, Jimmy. Ja, lass uns hingehen. Schaut mal, da vorne ist das schon. Vielleicht kriege ich dann so ein cooles Pflaster mit so ein Sternchen drauf. Aua. Boah, das wäre voll cool. Wenn ich dir Haribo besorge, sagst du nichts? Ich will gar nichts. Ich will einfach nur, dass mein Fuß wieder wird. Kommt schon, Leute, lasst uns hier reingehen. Herr Doktor. Herr Doktor. Oh, lass uns nach Notfall. Oben. Notfall. Was denn? Was ist das denn, Jimmy? Das sieht aus wie eine Frau und die hat anscheinend so einen Fernseher auf dem Kopf. Und da sind ganz viele Spritzen. Das ist ein Monster! Nein, ich glaube auch, aber die bewegt sich gar nicht, Leute. Und die schreit, aua. Ich habe mir auch wehgetan. Was ist los? Wie heißt du eigentlich? Hallo, kleiner Mann. Ich heiße TV-Frau. TV-Frau? Und warum bist du hier im Krankenhaus? Mir geht's nicht gut und mein Mann ist nicht mehr da. Oh, was? Dein Mann ist nicht da? Ich wusste gar nicht, dass du einen Mann hast. Oh, und wo sind jetzt die beiden hin? Die sind einfach abgehauen und haben mich hier alleine gelassen, Leute. Nicht cool. Aber wenn euch die TV-Frau leid tut, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like dabei. Was ist Brexy? Was willst du, Brexy? Die ist doch gefährlich. Was tust du da? Die tut mir voll leid. Anscheinend hat ihr Mann das Herz gebrochen oder so. Mann, wir sollten um sich kümmern. Du weißt schon, dass die TV-Männer die Toiletten anlocken. Ist mir doch egal. Ich kümmere mich um sie. Wenn du nicht mithelfen willst, dann geh. Du hast mir sowieso heute meinen Fuß kaputt gemacht. Ich helfe dir. Okay, Brexy. Wo hast du denn deinen Mann zuletzt gesehen, TV-Frau? Bei dem Skibidi-Toiletten. Du sagst, wir sollen in die Kanalisation runtergehen und nach deinem Mann suchen? Bitte, ich hab's mir anders überlegt. Leute, ich glaube, ich hab mir's auch anders überlegt, aber ich kann sie jetzt auch einfach nicht so alleine da liegen lassen. Das ist nicht gut, Leute. Oh, okay, ihr habt recht. Hörst du das auch? Meinst du? Hörst du das auch? Den Sound? Ja, den höre ich. Keine Sorge, TV-Frau, ich werde mich drum kümmern und bald wird's dir wieder besser gehen. Ich werde deinen Mann finden und ich bin echt gespannt, was der macht. Oh, wir müssen hier raus, Leute. Mein Fuß geht zum Glück ein bisschen besser, aber... Mann, Odi und Plexi, was macht ihr hier unten? Du isst den ganzen Tag schon, Odi. Plexi, sie meinte, dass ihr Mann bei den Skibidi-Toiletten ist und dass ich zur Kanalisation runter muss. Oh, komm, Odi, wir können ihn nicht alleine
hineinlassen. Wie du willst. Der ist immerhin 1,20. Hey, ich bin 1,20. Nimm meinen Burger aber mit, okay? Mann, oh, die hör auf zu essen. Das ist nicht witzig. Hier, ich geb dir Mountain Dew. Das ist voll lecker. Voll lecker, danke, Jamir. Bitte, okay, ich werde mich jetzt auf die Suche begeben, Leute. Und das um 3 Uhr nachts. Ich bin echt gespannt, was da so passiert. Boah, das könnte echt gruselig werden. Oh, willst du da wirklich rein, Jamir? Ja, hört ihr das auch? Da kommt schon der Sound raus. Mach zu. Okay, aber ich kann nicht die Frau alleine lassen. Und was ist, wenn ihr Mann in Gefahr ist, hä? Brexit. Weißt du was, Odi? Du kannst den ganzen Tag heute essen. Ich werde mit Brexit das alleine machen, okay? Oh Mann! Ja, tschüss, Odi! Das war das letzte Stück! Ah, reicht mir jetzt mit dir. Komm, Brexit, wir müssen nach unten und müssen... Ist das so leicht? Da ist schon die erste Toilette, Leute. Ich habe Angst, dass da so ein Kopf rauskommt. Und da ist schon Jimmy. Die zweite. Mann, Brexit, was ist los? Da bist du ja schon... Ich hab Angst. Ich bin doch bei dir, Brexit. Zusammen schaffen wir das. Und ich habe keine Angst vor den blöden Skibidi-Leuten. Komm mit, wir gehen nach da hinten. So schwer kann das doch nicht. Skibidi! Skibidi! Hast du das gehört? Warte, das kam von da hinten. Warte! Was ist unser Codewort? Unser Codewort ist Mini-Brexy, okay? Okay, Mini-Brexy, okay. Mini-Brexy. Boah, ich hab nämlich auch ein Mini-Brexy. Okay, Leute, lasst sie mal weitergehen. Hier ist eine Toilette und da ist auch eine. Da hat sich was bewegt, Brexy. Skibidi! Bang, bang, bang! Vorgehen? Komm, geh vor, Brexy. Okay. Leute, hallo? Eindringliches Skibidi! Nein, wir sind freundlich. Hat sogar eine Nerfgun, Leute, wie cool. Hey, wie geht's dir, Kleiner, na? Skibidi, keine Eindringlinge, Skibidi! Wir sind keine Eindringlinge, wir suchen den TV-Mann. Mhm, ich weiß, dass er gekämpft hat mit dir. TV-Mann? Hä? Nein, wir haben gar nicht gekämpft, Skibidi! Was denn dann? Er hat die Klohose versucht, mir zu stehlen. Klohose? Wann gibt's denn Hosen im Klo? Rose, ach, du Blödmann. Man kann hier einfach sitzen, wie cool. Boah, das war voll lustig, man kann da sitzen. Ach, du meinst eine Rose, aber... Genau, und die Pralinen im dunklen Wald. Dunklen Wald im Pralinen, da wollte der hin, oder wie? Genau, der will irgendwas zu seiner Freundin machen, Skibidi. Freundin, keine Ahnung, was der meint. Brexy, sollen wir ihm vertrauen oder nicht? Uns bleibt doch keine andere Wahl, oder hast du eine andere Möglichkeit? Skibidi. Danke dir, Skibidi, für deine Hilfe. Wir gehen jetzt weiter, ja? Kein Problem, aber ihr dürft hier nicht weggehen, Skibidi. Raus hier! Das ist gar nicht gut, Mann! Das war die schlimmste Entscheidung, die wir hatten! Oh, los, Brexy, beeil dich! Ich muss! Skibidi! Die ist da unten! Los, mach zu! Skibidi! Unten bleiben! Komm, Brexy, wir müssen los! Wir müssen, glaube ich, zum verbotenen Wald! Aber wir müssen Ausrüstung haben! Ja, wir können doch nicht einfach so hingehen! Hast du vielleicht was zu Hause? Müssen wir gucken, komm mit! Ach komm, Brexy, vielleicht hast du irgendwas in deinem Labor drin. Und wir finden dann endlich den TV-Mann. Weil der kann doch nicht einfach so von der TV-Frau das Herz brechen. Das macht man nicht als Mann. Macht man nicht, aber ich frage mich immer noch, was wir davon haben. Na, ganz einfach. Wenn die TV-Frau zu uns nett ist, dann ist das doch super. Dann sind wir immer sicher vor den blöden Toiletten. Okay. Siehst du? Okay, lass uns zum Labor gehen. Ich bin gespannt, was du alles hast, Brexy. Yippie! Dann müssen wir nach Hause. Komm hin. Okay. Leute, wenn ihr wollt, dass Brexy eine richtig coole Ausrüstung hat und er sie uns auch gibt, dann müsst ihr jetzt das Video liken. Weil ich glaube, Brexy wird das Video anschauen und wird ansehen, wie viele das Video geliked haben. 3, 2, 1, jetzt! Like-Hype! Haha, los, wir gehen schnell zurück zu Brexy. Brexy, wo bist du? Hier, schau mal, was ich hab.
Boah, du hast eine Dia-Ausrüstung. Sei ehrlich, du hast dir das Video angeschaut. Natürlich schaue ich deine Videos an. Boah, ich schaue mir auch deine Videos an, Braxy. Warte, Odi hat ein neues Video hochgeladen. Ich schaue mir kurz das Video an. Na schön, okay, aber dann kommst du. Da vorne ist dieser komische Typ. Das ist der Lautsprechermann. Kennst du den noch? Aber was wollen wir jetzt machen? Wir sollten zu ihm hingehen und anscheinend war er dieser TV-Mann. Und er war bestimmt bei dem... Weil, ich glaube, die mögen sich sogar, das sind doch Freunde, oder nicht? Die kämpfen doch gegen SGBD immer. Einmal hier hochklettern. Komm schon, komm schon, komm schon, Braxy, das wird super spannend. Was der da macht, okay? Ach man, Braxy! Hey, Achtung, hey. Achtung! Einbrecher! Einbrecher, nein! Hey, Lautsprechermann, ich bin's, Jimmy, und das ist mein Freund Braxy. Odi, ich bin Odi. Odi. Na schön. Einbrecher, Einbrecher, Alarm. Und willkommen in Frieden. Und wir haben ein, zwei Fragen an dich. Mehr auch nicht. Genau. Ich bin Odi und ich mag Lila. Hör auf damit, Braxy. Am Ende geht's Odi wirklich nicht gut. Okay, Lautsprechermann. Was für Fragen habt ihr denn? Frage war hier ein TV-Mann. TV-Mann? Ja, war ja. Der redet voll komisch, Braxy. Okay, aber der TV-Mann war schon mal hier, das ist gut. Und was wollte der TV-Mann, Kämpfen. Was? Kämpfen? Ich dachte, ihr seid Freunde. Naja, wie auch immer. Aber er wollte einen Diamantenring. Diamantenring? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Erst bricht er ihr das Herz. Genau. Dann möchte er Pralinen. Ja. Und dann will er einen Diamantenring. Oh, denkst du das, was ich denke? Er hat eine andere. Richtig. Nein, Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Wo ist denn der TV-Mann hingegangen, hä? Er ist in die Richtung gegangen. Na schön, da ist auch die Autobahn. Schau mal, Braxy. Vielleicht ist er hier lang gefahren. Danke für deine Dienste, Lautsprechermann. Wir sehen uns morgen. Egal, wir müssen nach unten gehen. Komm schon, ich glaube, der ist auch hier lang. Und dann finden wir endlich heraus, was der wirklich gemacht hat. Braxy? Du hast recht. Okay, das könnte ein langer Weg werden. Aber egal, auch wenn der Weg gesteinig wird und schwer wird, schaffen wir das trotzdem, Leute. Zusammen mit meinem Freund Braxy schaffe ich alles. Haha. Los, Braxy, los, los, los. Wir haben nicht mehr viel Zeit und es ist schon dunkel geworden. Mann, Braxy, beeil. Dich. Ich hab Angst. Ich geh nach Hause. Tschüss. Jetzt lässt er mich einfach alleine, Leute. Aber ich bin jetzt hier bei diesem TikTok-Haus und das mitten in der Nacht. Und hier war anscheinend irgendwo der TV-Mann, Leute. Ich werde mal hier die Tür aufmachen. Die geht nicht auf. Leute, ich glaube, das klappt nur, wenn ihr jetzt alle abonniert. In 3, 2, 1, abonnieren. Okay. Ich versuch's nochmal. Boah, wie cool. Es hat funktioniert. Und hier ist schon mal sehr, sehr, sehr viel Diamantzeugs. Aber noch kein Zeichen von dem TV-Mann. Sehr merkwürdig. Wir müssen weiter nach oben gehen. Irgendwo muss hier doch was sein. Irgendein Hinweis oder so. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss ganz nach oben, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier muss doch irgendein... Hä? Was ist das denn? Oh Mann, ich glaube, hier wird dann der Antrag gemacht, Leute. Hier ist auch ein Riesenherz und ganz viele Herzchen und alles ist rot. Oh, boah, Leute, das sieht ja mega aus. Ich bin jetzt echt schon einige Zeit hier oben, aber ich habe nichts gefunden. Hey, was machst du denn hier? Was? Hier ist nichts, Leute. Das ist er, Leute. Das ist der TV-Mann. TV-Mann, warum warst du heute bei SGBD, beim Lautsprechermann? Und warum hast du von deinem TV-Pro das Herz gebrochen, hä? Ich hab ihr doch nicht das Herz gebrochen. Ich musste sie anlügen, um das hier zu machen für ihren Antrag. Antrag? Du willst sie heiraten? Ja, ich möchte mit ihr Kinder und ganz viele TV-Babys. Oh, das ist ja mega aus, Leute. Jetzt verstehe ich das erst. Er hat ihr nicht das Herz gebrochen. Er wollte ihr einen Antrag machen und die Liebe festigen. Na, wir müssen das unbedingt TV-Frau sagen. TV-Mann, deine TV-Frau liegt im Krankenhaus und hat ein gebrochenes Herz. Du musst sie schnell herholen.
Wieso das? Was hast du ihr angetan? Nichts, nichts. Nein, sie weint wegen dir, weil du sie heute verlassen hast und sie weiß gar nichts davon. Hol sie schnell her, ich warte so lange auf dich. Okay. Oh nein, die arme Leute, er muss ganz schnell wiederkommen. Wir werden so lange die Stellung halten und dann müssen die beiden heiraten. Oh, ich bin live dabei, Leute, wenn die beiden heiraten, das wird bestimmt richtig schön. Wart ihr eigentlich schon mal auf einer Hochzeit, Leute? Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, das ist was richtig Schönes. Mann, wie lange brauchen die denn? Wie lange brauchen die? Das war alles nicht so gemein, Schatz. Was? Ich hab was vorbereitet für dich. Was sind die beiden? Was hast du denn vorbereitet? Oh, die sind süß. Schaut mal. Was ist das denn? Er will einen Antrag machen. Oh. Ich bin der Trauzeuge. Mhm. Und du musst jetzt nicht mehr traurig sein, TV-Frau. Er wollte dich eigentlich heiraten. Und diese Musik ist so schön. Na klar. Das ist richtig harmonisch. Oh, ihr beiden seid echt ein süßes Paar. Und soll ich vielleicht das übernehmen? Wegen, naja, ihr wisst schon, wegen dem Ehebund und so. Okay, was möchtest du sagen, TV-Frau? Alles gut, ich freue mich so sehr. Ui. Oh, wie süß. Okay, dann, Leute, fange ich mal an mit der Zeremonie. Im Namen des Volkes und von der Minecraft-Stadt. Genau. Hiermit verleihe ich Ihnen die Kraft, dass Sie jetzt den Bräutigam und die Braut küssen können. Sie sind jetzt TV-Frau und TV-Mann. Und genau. Möge Ihre Ehe für immer halten und hoffentlich trennt ihr euch niemals. Mhm. Oh, wie süß ihr doch seid. Und oh, vergiss den Ring nicht, den hast du extra von dem Lautsprechermann geholt. Stimmt. Wow. Den Ring. Oh, vielen Dank, Schatz. Du musst ihn mir schon geben. Mega aus. Und, ich liebe ihn. Du bist so ein toller Ehemann. So, das ist gar nicht schlimm, TV-Frau. Das mit dem Herzbrechen hat er gar nicht so gemeint. Er wollte dich einfach nur richtig überraschen. Und jetzt habt ihr geheiratet. Ist das nicht wunderschön? Oh, das ist der schönste Tag meines Lebens. Danke, Jimmy. Das finde ich auch. Du hast recht, man sollte niemals schlecht über seinen Partner reden. Stimmt's, TV-Mann? Jetzt werden wir dich umbringen. Hä? Warum? Was macht ihr? Nein, lasst mich in Ruhe. Ja, haut ab von mir, ey. Oh, das hat wir sind getan. Böse. Böse? Ich dachte... Lauf weg, du kleiner Schuh. Nein, ich dachte, die TV-Menschen sind lieb. Da vorne sind sie, Leute, die verfolgen mich immer noch. Oh, die sind so gemein. Ich hab denen sogar bei der Ehe geholfen und jetzt wollen die mich angreifen. Hey, wenn ihr mich wirklich angreifen wollt, dann werdet ihr schon gegen mich kämpfen müssen und gegen meine Freunde. Mhm. Hä? Traut wir euch das wirklich? Wieder. Hä? Wo sind die hingegangen? Nein, die sind, glaube ich, die sind irgendwie nach oben. Freunde, ich muss mal schauen, was sie da machen. Ah, das ist jetzt, glaube ich, deren Haus oder so. Ah, du wirst schon noch sehen, TV-Frau. Ich werde wiederkommen. Und das mit Skibidi. Aua, das hat wehgetan. Aua. Ah, ich muss hier wegfahren, Leute. Ich fahre einfach Auto. Oh, vielleicht auch doch nicht, Leute. Ich muss hier abbauen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Und haltet euch fern von TV-Frau und TV-Mann. Die sind ganz, ganz böse. Bis zum nächsten Video, Leute. Andere Videos könnt ihr jetzt gerne... Hä? Mann, was machst du hier? Ah. Der wollte mir den Weg versperren. Der Miese. Okay, Leute, das war's. Haut da rein. Bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Jimmy. Oh Mann, war das gefährlich, ey.